Willkommen zum lang ersehnten Tag. Der Roadtrip startet heute. Wir fahren gleich zu einem Lost Place. Das wird richtig lit. Gleich Bock drauf. Also wenn man hier mal einen falschen Schritt macht, ist man gefühlt tot. Was geht ab, Leute? Peace und willkommen zum lang ersehnten Tag. Der Roadtrip startet heute. Wir sind ready. Wir haben gerade alles in den KTGA-Bus gepackt und wir werden zu It's Marvin fahren als erstes. Ja, und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Wir fahren direkt los. Da kommt nämlich ein Auto. Soos muss los. Wir müssen los. Steigt ein, Leute. Let's go. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt mittlerweile schon ein wenig unterwegs und wir sind bald irgendwann da bei It's Marvin. Wie lange brauchen wir, Michi? Anderthalb Stunden noch. Anderthalb Stunden. Sick. Okay, AJ, wir spielen jetzt ja, nein, nicht, okay? Oh Gott, ich kann das nicht, Digga. Egal, komm. Sind wir gerade auf der Autobahn? Auf jeden Fall. Wie schnell fahren wir? 120. Alter, hier sind viele Autos, oder? Das stimmt. Würdest du auch gerne deinen Führerschein haben? Safe. Ey, Michael, halt die Spur. Das ist gar nicht auf Spaß. Ey, nicht hupen. Jo, nicht hupen. Ey, Michael, hör auf zu hupen. Oh, Michi. Willst du noch näher kommen, AJ? Ja. Ah, ja, oder was? Ah! Ah, ey. Das kommt beim Fahrer. Was denken die anderen Autofahrer von uns? Alright, Leute, wir haben die erste Strecke hinter uns. Alles lief super, Michi. Der Michatroniker ist super gefahren. AJ und ich waren die perfekten Beifahrer. Wir haben ein bisschen gefilmt. Ihr wolltet ja, dass wir auf der Fahrt mal filmen. Aber Leute, ich muss fett pissen. Und wir sagen mal, it's Marvin, hallo. Hallo. Achso, ihm sagen wir hallo. Nicht euch. An euch auch hallo. What the fuck? Wo ist er denn? Meinst du, wir dürfen hier einfach reingehen? Keine Ahnung, Digga. Das einfach machen, oder? Ja, YOLO. Ah. Geht gar nicht. Okay, wir haben ihm geschrieben, was trinkst du? Blutorange ist auch das beste Getränk überhaupt. Der Michatroniker. Das braucht man, damit man Michatroniker wird, ne? Und gut Auto fährt. Ja, ja. Ich brauche so ein gutes Auto. Ich trinke dann immer eine Capri-Sonne oder Kakao oder... Ja, sowas. Okay, also er schreibt, komm sofort, gib mir 5 Minuten. Gib mir 5 Minuten, heißt das lieber Marvin. Ich piss jetzt hier irgendwo hin, Alter. Ich halte es nicht aus. Alter, sie sollst du nicht nachgehen, Digga. Mach die Kamera aus. Er soll Kamera ausmachen. Okay, Leute, wir haben hier gerade eine kleine Roomtour bekommen. Mega sick, er hat so ein Studio, was ich richtig heftig finde. Sieht voll professional aus. Ja, er hat mir auch generell so ein bisschen hier das Gebäude gezeigt. Ja, ist echt mega sick, muss ich sagen. Auch das Raum, der Raum, wo er schneidet, sieht auch mega nice aus. Da ist so eine große Kamera. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, wir würden damit vloggen, Alter. Das wäre der größte Auftrag. So, im Flughafen. AJ läuft so rum. Nee, sick. Wir fahren gleich zu einem Lost Place. Das wird richtig lit. Gleich Bock drauf. Alright. Let's go. Okay, Leute, mein erster Lost Place. Ich sehe nicht mal die Kamera. Du blendest mich. Oh. Na cool, dann halt du doch da lieber. Blende ich echt. Ja. Sieht auf jeden Fall entspannt aus. Let's go, oder? Was geht? Double Block hier. Hi. Guten Tag. Da ist Michatroniker. Was geht ab? Oh, jo, Alter, die Treppe da hinten ist schon crazy. Let's go. Michatroniker macht die Autos dann heile, falls da Autos drin stehen oder so. Ihr kennt ihn ja. Es wäre schön, wenn hier Autos wären. Hier, illegale Graffiti-Sprayer. Auch öfter verbreitet in überall. Genau, auf jeden Fall. Dieses Graffito. Hieroglyphen, man munkelt. Ach ja, genau, diese Graffiti-Sprayer. Ich war früher auch mal ein Maler. Ups, aus der Zeit bin ich raus. Versuch wegzurennen. Digga, ich krieg den Kreis nicht weg. Geht irgendwie nicht. Ey, die denken, ich bin der größte Bist du doch auch. Ja, bin ich auch. Be different, Leute. Okay, wir gehen mal zu den anderen wieder. Geht's da rein? Yes! Ah.
weg. Hast du Angst gehabt, ne? Nee. Du weißt nicht, was eine Zeche ist? Nee. Was könnte es sein? Irgendwas mit dem Bergbau? Bergbau. Perfekt. Bergbau. Berg. Das heißt, ihr, wo die den Schachtschutz verfüllt haben, wo die das Ding war offen. Ja. Und dann hängt ihr quasi im Fahrstuhl im Korb und dann fahren die runter. Und jetzt überlege ich gerade, wie können wir die demonstrieren? Genau, hast du was? Wie tief es abwärts geht. Seid mal leise. Schon gruselig. Das hier ist eins der letzten Löcher, die nach unten gehen. Oha. Eins, zwei, drei. Der Sound war einfach viel zu krass. Ich werfe mal dieses Ding runter. Taschenlampe? Jetzt haben wir hier ein dickes Ohr. Das Ohr. Fett! Das war krass. Das wäre. Mechatroniker. Wollen wir die Treppen mal hochgehen? Oder ich auf dem Dach oben, ne? Aber hier kommst du nicht, wenn du da durchpasst. Also ich passe auf jeden Fall nicht durch. Also ich probiere es mal. Das ist das Ding eigentlich hier. Passt durch. Mein Kopf passt durch. Und der Rest nicht? Nee. Am Stock bleibt es anhängen. Spaß. Warte. Sagst du was? Elche, du kleine hast du Angst? Wovor? Von mir. Ja, ein bisschen. Du rennst hier die Treppe runter wie ein kleines Mädchen. So wie Prinz Markus. Wasser hier, ja, mit seinen Winterstiefeln, Alter. Ich will mal wissen, was hier drin war. Hier haben die wahrscheinlich irgendwie Pause gemacht. All colors are beautiful steht hier auch. Alter, eine Heizung für die Date. Nice. Für dein Zimmer. Ist deine nicht kaputt? Ja, meine ist zufällig kaputt. Aggressiv. Du suchst die Autos, oder was? Natürlich. Es wäre schön, wenn hier Autos wären. Ja, wollt ihr auch hier hochkommen, oder? Ich komme da auch hoch. So. Oh. Leute, AJ muss jetzt auch hochklettern. Boah, let's go, Alter. Das ist so krass hier. Oh mein Gott, der Gang hier. Was ist hier drin? Ich habe ein bisschen Angst, dass hier irgendwas einbricht. Schaut euch das mal an. Gott. Hier war wohl auch mein Fahrstuhl. Da ist er. Oh. Spaß, sind nur die anderen. Okay. Wie weit geht's hier denn hoch? Oh mein Gott.
wieder der Fahrstuhl. Ach du Kacke. Da würde ich nicht gerne runterfallen wollen. Wo würdest du runterfallen? Ich auch. Spaß. Witzig, hab fast gelacht. Ich auch. Ei. Er merkt gar nicht, dass ich seine Taschenlampe noch hab. Doch, ich merk's. Ich hab kein Licht. Aber was? Muha. Ha. Da würde ich nicht gerne runterfallen wollen. 100 Euro, wenn er als letztes runterspringt. Heißt das, ich soll springen? Ja. Der Vogel. Wieso nehmen wir nicht den Fahrstuhl? Hä, hey, warum bist du so witzig heute? Was? Ey, aufwählen. Alter, jetzt weiß ich, warum mein Internet so nicht mehr geht. Oh, ist nur eine Lampe. Ah. Nice. Brauchst du ein paar Sachen? Ich brauche ein paar Sachen. Ah. Euro, weil es letztes springt. Nö. Und da oben kamen die Seile und dann ging das ab die Post. Direkt nach unten. Ein paar Toys waren noch am Start. Sick. Oh, aufs Dach wäre heftig. Hier, Agent, das ist eine Leiter, hier kannst du aufgehen. Ups, doch nicht. Auf jeden. Hier ist T-Bag wohl ausgerastet. Das ist nämlich Fox River hier. Oha. Da geht's raus. Echt krass hier, ey. Ja, guck mal da hinten. Ich kann eigentlich wieder runter. Ich bin voll krank und mach hier sowas. Ey, meine Füße sind noch komplett nass. Also wenn man hier mal einen falschen Schritt macht, ist man gefühlt tot. Hier runter. Nein, Spaß. Habt ihr ja gedacht? Nö. Bizeps ist da. Leute, kennt ihr die Haken bei SpongeBob? Das sind Safety. Wenn man sich da dran beißt, dass man da so hoch fliegt. Bleibt fern. So, ich hole mal ganz kurz den Anzug von Breaking Bad. Mein Name ist Walter White. Alter, das ist so krank hier, Leute. Alter, das ist auch voll das fette Loch da, Mann. Krank. Mann. Yo. Digga, was ist das für ein Raum, Alter? Oh mein Gott. Was ist da denn? Aral. Oh mein Gott, Aral-Behälter. Ah. Fahrstuhl? Yo. Ey, Digga, nicht reingehen, nicht reingehen. Nee, das wäre dumm. Aber ins Erdgeschoss bitte. Egal, Alter. Wer würde sich trauen, in den Fahrstuhl zu gehen? Ich. Geh mal. Okay, Leute, es geht wieder raus. Wir haben es geschafft. Wir sind heute durch den Lost Place gekommen. Sick. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind hier wieder bei jetzt Marvin. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Wir waren auch noch dünner snacken. Und jetzt müssen wir weiterfahren. Ja, und ich habe eine neue Vlogcam. Sick.
Leute, schaut bei jetzt Marvin vorbei. Da seht ihr das Video auch nochmal aus einer anderen Perspektive, richtig? Richtig. Sonntag. Freitag. Genau, checkt ihn aus, Link in der Beschreibung und lasst ein Abo da, haut auf den Abonnieren-Button und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Checkt die Playlist vom Roadtrip ab. Haut rein. Peace.